Hallo, liebe Healy-Freunde, ein herzliches Hallo und einen wunderschönen sonnigen Tag wünsche ich euch. Heute möchte ich mich euch mit folgender Info an euch wenden. Und zwar findet heute der Frequency and Friends statt um 18 Uhr auf Deutsch übersetzt. Ich habe hier im Video den Link dazu gesetzt für die Anmeldung. Und zwar wird es im heutigen Frequency and Friends um unseren neuen Mac Healy gehen. Und dieser wird von Markus höchstpersönlich vorgetragen. Die Studien dazu und auch die Anwendungsmöglichkeiten mit dem Mac Healy. Darum bitte ich euch wirklich, wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut euch bitte dieses Frequency and Friends an, denn es ist immer toll, wenn man das aus erster Hand erfährt und direkt vom Entwickler des Healys, des Mac Healys, der ja mit der MacMackin auch zusammen entwickelt worden ist, ganz persönlich hören darf. Denn es gibt von diesen Frequency and Friends oder von den Webinaren direkt keine Aufzeichnungen. Also ich werde euch zwar eine Zusammenfassung geben danach wieder, aber es wäre schon sehr wichtig, wenn man sich das persönlich anhört. Und der Mac Healy ist ein neues Produkt in der Healy-Familie und es ist sicher, sicher sehr spannend, darüber mehr zu erfahren. Das wollte ich euch heute nur mitteilen. Bitte vergesst das nicht, denn es ist heute, 21. April um 18 Uhr in deutscher Sprache übersetzt. Ich habe euch den Link für die Anmeldung unten hineingesetzt und da könnt ihr euch dann gleich direkt anmelden. Ich bin schon wieder mal sehr gespannt darauf, was der neue Mac Healy hier können wird, was uns der Markus Schmicke darüber erzählen wird. Und ich glaube, in ein paar Wochen, ich habe so gehört, so in circa 8 Wochen dürfen wir ihn dann auch vielleicht schon bestellen. Ja. Also dann einen wunderschönen sonnigen Tag euch Lieben und alles Gute. Und wer Fragen hat, bitte ruft mich an, schreibt mich an, per PN, WhatsApp, wie auch immer. Es lässt sich jedes Problem mit dem Healy lösen. Wenn ihr einen Healy habt, der einfach zu Hause in der Lade rumliegt, oder ihr findet keinen Kontakt zu eurem Sponsor, ihr wisst nicht einmal, wer das ist, bitte meldet euch, denn man findet wirklich für jedes Problem eine Lösung. Aber der Healy sollte nicht, ich hatte jetzt erst eine Dame, die nicht in unserer Linie war, die hatte einen Healy, der bereits über ein halbes Jahr in der Lade lag, weil sie ihn nicht mehr aktivieren konnte, weil er nicht funktioniert hat. Und wir haben das Problem dann in kürzester Zeit gelöst. Und das ist einfach wirklich schön. Es ist schade, wenn der Healy einfach in der Lade liegt. Wenn der Healy nicht seine Arbeit erfüllen kann, dann seid ihr natürlich mit dem Gerät auch nicht glücklich, ist ganz klar. Aber das ist wirklich nicht notwendig. Bitte sucht euch Hilfe, bitte sucht euch Rat, wie man den Healy anwendet, was man damit tun kann, wenn er sich mit der App nicht verbindet. Es gibt so viele Lösungsvorschläge. Wenn irgendwas nicht passt, also bitte lauft nicht mit eurem Healy irre, sondern holt euch Hilfe. Man darf nach Hilfe fragen. Ja, und ich begleite euch gerne als Sponsor auf eurem Weg mit eurem Healy, dass ihr wisst, wie nutzt man den Healy, wie baut man sein Business auf, wenn man das möchte. Und viele, viele Dinge mehr. Also bitte einfach Kontakt aufnehmen und wir können gerne mal ganz unverbindlich plaudern. Jetzt aber genug von mir für heute. Alles Liebe, eure Christa. So, ja.